Der todgeile Dreier ist die Kombination aus Lawinenwarnstufe 3, also erheblich, 40 Grad plus Gelände und Sektor Nord. Im Wintersport abseits der gesicherten Pisten passieren genau bei dieser Kombination die meisten tödlichen Unfälle, daher der todgeile Dreier. Ich bin am 1. Februar mit dem Paul Sodermin, Bergführer aus dem Gseis, unterwegs gewesen und da haben wir genau diese Kombination vorgefunden. Wie die Schneedecke im Sektor Nord in der Steiermark ausschaut, seht ihr in diesem Video. Wenn ihr Interesse an der Lawinenthematik habt, der Paul bietet Lawinenkurse an, wo ihr das ganz genau lernen könnt und viel Know-how aufbauen könnt. Einen Link zum Paul findet ihr unten in der Beschreibung und auch im gepinnten Kommentar. Viel Spaß mit diesem Video. So sieht man ein Musterbeispiel, wo da, ich sage, aufs Klumpert liegt. Schaut's auf wie da. Da oben ist ein Schneebrettl abgegangen, dürfte verheizt sein, wahrscheinlich ausgelöst von den Skifahrern da hinten. Da sieht man, der ganze Hang, was da ist, ist für uns unbrauchbar. Gell? Unbrauchbar. Wenn wir da jetzt hineingängen, haben wir sehr schlechte Karten. Wir machen dann jetzt da ein Profil, nicht dort, wo uns die Lawine erwischt. Und schauen wir uns mal an, wie es da ausschaut. Servus. Grüß euch. Servus. So, jetzt schauen wir uns mal da an. So ein Schneeprofil. Also die Methode, wenn man rausschneidet, es gibt mehrere Arten. Es gibt die schnellste Form ist das, wenn ich das ausschneide, 30x30, mit der so grob schneide, das zeige ich euch, und man da jetzt irgendwo eine Gleitschicht erwischt. Man sieht da drüben schon eine frische Spur eine auf Seiten, da ist eine Lawine abgegangen, sehr kritisch zu beurteilen. Man sieht da, wenn man hineinschaut, wie schaut es da her, in dem Bereich, da herein, dass das halt für einen Skifahrer, für uns, sehr schlecht ist. Da seht ihr die Kugelform und das ist für uns ein lose Material. Man sieht es, es rutscht aus da her und das ist schlecht für uns. Der wird uns heuer wahrscheinlich jetzt länger bleiben. Das wird gewiss früher hineindauern. Das ist leider, wir wissen das, müssen wir aufpassen. Und sowas kann man jetzt absolut meiden, solche Sachen, gell? Aber schauen wir jetzt für uns, ob da jetzt ein Gleitschicht drin ist. Ob da für uns der Oberflächenreif drin ist. Das sieht man da nicht. Und das sieht man nur, wenn ich jetzt hergehe, mit der Sagel abschneide. Ich mache mal die Härte. Ich probiere mal, ob ich was erwische. Da ist eindeutig, seht ihr da? Eindeutig, daher. Dann tue ich mich da auspinseln, etwas da, ja, schauen wir mal an, was die Sagel bringt, wenn man da ausschneidet. Momentan kann man gar nichts sagen, das ist das Schwere dabei, wenn der Oberflächenreif da ist, ist da ein Bruch und die ganze Lawine kommt auf uns zu, was die Schwachschicht ist. Schauen wir einmal, ob wir es erwischen. Zuerst ist es machen, mache ich auf Seiten noch einen Härtetest. Aha, eine Faust ist 4, ist Härte 1, Härte 2, Härte 2, da hast du gesetzt, aber da ist Härte 2, kann man sagen. 1, 2, da unten ist 1. Wenn das gut wäre für uns jetzt, wenn der Deckel fest war, wenn da Härte 3 war. Da stört uns das nicht so richtig. Eine Schaufelbreite 3 cm. Ein Zurücklaufer. Das geht ruckzuck. Ist sehr interessant. Der da hinunter. So eine Breite. Dann fahre ich da herein. Habe ich da schon mal heraus was? Oh. Thank you.
geht relativ sehr schnell. Ein Flugtest, es gibt ja mehrere Arten. Es gibt ja, man kann via die CPT-Test Ummeltor 90 Meter 30 hinein, ist auch schlaggreifend. Da gibt es einen Rutschblock und einen Rutschkeil. Und das geht am schnellsten. So, und jetzt fahre ich da runter. Jetzt kann ich da ganz klar. Jetzt bin ich unten hinten ganz. So. Wenn ich jetzt mit der Schaufel hinauffahre, das ist heuer schon gewesen bei mir, habe ich nur hinauf da, einmal, zweimal, dreimal. Ja. Nein, seht, das ist schon stabil. Da ist jetzt momentan keine Gleitschicht drinnen. Kein Oberflächenreif. Mhm. Der bricht nach unten ab, da unten die schlechte Schicht ist, da herinnen. Das ist nämlich jetzt heute 2, ist komprimiert. Da habe ich nichts gefunden, als jetzt eine Gleitschicht drinnen war. Das ist sehr interessant. Drüben letzten Mal habe ich schon eine Gleitschicht gemacht gehabt drüben. Das hat sich schon. Da ist was da. Aber das war ein Klopfen nicht weggegangen. Das hat sich schon verbunden. Und da unten ist der Stock da, was für uns gefährlich ist. Gell? Der ist für uns sehr wohl gefährlich, der Stock. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich den erwische. Wenn der jetzt selber rausfliegt, dann sagen wir, können wir schleichen. Gell? Ja, und weiter unten. Da ist sie. Mhm. Ah, da ist sie. Ui! Da ist sie. Da ist eine Schicht da. Da ist die Gleitschicht. Aha, ich hätte fast gedacht, die ist verschwunden, aber die ist da. Die hast du nicht ein bisschen jetzt besser verbunden. Durch den Schneedruck, durch die Temperatur, aber die ist vorhanden. Mhm. Gell? Die ist vorhanden. Das heißt, für uns jetzt, wir wissen, dass es ist, ich habe es eh geahnt. Ich habe mir Angst vor den unteren. Vor denen habe ich Angst. Wo ist der Aufbau? Der Beweis ist eindeutig, die frische Lawine da drüben. Eindeutig. Ja. Und da ist sie da, da. Das heißt für uns, einzeln fahren, Abstand halten. Abstand halten, überlegen, die Aufstiegsspur, ob die für uns passt, ob die Abfahrt für uns passt. Da kann man sehr wohl das ein bisschen reduzieren. Gell? Nein, sie ist da, da. Ungefähr 40 cm. Ihr Haar scharf wie ein Maurer, 40 cm. Also 40 cm ist sowohl die Gleitschicht vorhanden. Ja. Das ist ein reiner Oberflächenreif. Ein reiner Oberflächenreif. Das kommt deswegen, wenn es abstrahlt, kalt ist, keine Nächte, sublimiert sich von der Kälte, von der Bodenwelle, von der Schneedecke auf. Rieselobi und baut sich da auf. Und unten ist halt das Fundament für uns heuer schlecht. Also ich habe schon Angst, wenn ich das sehe. Ja. Ich habe einen Respekt. Weil das ist eine Falle. Gell? Ja. Man glaubt, da ist er sicher in den Erdendom, in dem Waldbereich. Mhm. Und das ist nicht. Das ist gar nichts. Das fängt uns. Das ist ein Musterbeispiel. Okay, da kämpfen wir uns ja austoben mit einem Rutschblock. Mit einem Set 90 mal 30 nur, aber boah, das man, nicht, das war jetzt arg. Man sieht, dass eine Masse dahinter ist, wenn sowas kommt. Gell? Und das hat man da oben, das Musterbeispiel. Besser geht es gar nicht mehr, wenn man das da so sieht. Ja, ja, das heißt für uns, man kann schon wohl am Berg gehen, man soll am Berg gehen, aber mit Abstand halten, mit einer gesunden Spuranlage. Und ein bisschen eine gute Planung. Für euch.